herzlich willkommen in der Kochschule Edertal. Ich zeige Ihnen heute in dem Videotipp Antipasti. Und was Sie dafür benötigen, ist auch nicht viel. Sie brauchen eine Zucchini, Aubergine, Paprika, Kräuter. Ich habe jetzt Rosmarin genommen. Sie können aber auch Thymian nehmen oder Salbei, je nachdem. Getrocknete Tomaten. Das ist die Grundlage, Antipasti. Und ich fange auch direkt an. Für die getrockneten Tomaten, kleiner Tipp, ein bisschen Wasser aufsetzen, kochen lassen. Ausmachen, über die getrockneten Tomaten gießen und die Tomaten stehen lassen, während wir das andere Gemüse vorbereiten. Dann passiert Folgendes, der Saft der Tomate und der Geschmack wird ausgezogen und die Tomate wird viel weicher. Ich fange in der Zeit schon mal an mit der Paprika. Bei der Paprika empfehle ich Folgendes, ich schneide oben ab und unten ab, haben das weg, das braten wir gleich mit und haben jetzt bei der Paprika so einen Tunnel. Und jetzt schneiden Sie mit dem Messer das Kerngehäuse so raus. Vorteil ist, ein Griff, alles raus und wir haben für die Antipasti genau die richtigen Stücke. So, das Wasser kocht und geben das Wasser jetzt über die getrockneten Tomaten und lassen die Tomaten in aller Ruhe quellen. Dann erhitzen wir schon mal unsere Pfanne. Dann haben wir die Paprika schon geschnitten, die Zucchini. Und bei der Zucchini empfehle ich Ihnen, die gleiche Größe zu machen wie die Paprika. Das heißt, drei Stücke schneiden und solche Scheiben, nicht zu dünn, denn die Zucchini wird sehr schnell weich. Kleiner Tipp noch zur Paprika. Wenn Sie die Haut nicht vertragen, einfach schälen die Paprika. So. Aubergine, auch ganz klassisch, runterschneiden. Hier empfehle ich Scheiben aus dem einfachen Grund, weil die Schale die Aubergine ein bisschen zusammenhält und nicht zu weich werden lässt. Hier schneiden wir auch uns so Scheiben runter. Das müsste reichen. So. Und bei der Aubergine ist es noch so, dass ich Ihnen empfehlen würde, die zu salzen, damit das Salz die Feuchtigkeit rauszieht und die Aubergine weich macht. Und die lassen wir jetzt auch ein bisschen stehen und braten die nachher an. So, dann sind wir schon beim Braten. Das heißt, Sie machen die Pfannen gut heiß. Wir brauchen eine gute Hitze. Ich nehme hier etwas Bratöl in die Pfanne. Und damit wir ein bisschen Aroma in der Pfanne haben, etwas Knoblauch. Und die Knoblauch einmal ausschlagen, die Schale abmachen und den Knoblauch in der Pfanne im Öl etwas verteilen, damit wir ein schönes Aroma kriegen. Vorsicht bitte, den Knoblauch nicht braun werden lassen, sondern nur bisschen, dass das Aroma rauskommt, dass wir das Öl ein bisschen mit dem Knoblauch aromatisiert haben. So, dann wird der Knoblauch wieder rausgeholt. Der würde nämlich sonst verbrennen. Und jetzt wird die Paprika gebraten. Empfehlung mit der Hautseite nach unten. Die darf ruhig ein bisschen schwarz werden. Die Zucchini, die Scheiben braten und die Zucchini, die ist am ehesten fertig und in der Pfanne werden wir dann gleich die Auberginen braten. Und ganz wichtig beim Braten von Auberginen und Zucchini, einmal Fett hinzu bei hoher Hitze. Denn das sind sogenannte Fettzieher, die ziehen also unwahrscheinlich viel Fett. Deshalb empfehle ich Ihnen, sie wirklich bei starker Hitze zu braten und dann auch nicht mehr Fett hinzugeben. So, warten, bis sie so ein bisschen Farbe angenommen haben. In Höhe stellen. Bei der Paprika auch ein bisschen durchschütteln und einfach schauen. Und das darf auch ruhig, wie gesagt, ein wenig braun werden. Denn das macht nachher die Antipasti auch so ein bisschen aus. So, die Zucchini, die drehen wir jetzt mal.
Ganz wichtig, nicht zu lange braten, deshalb auch diese starke Hitze, damit die Zucchini nicht ganz durchdreht, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihre Antipasti nachher ganz weich wird. So, das reicht schon. Die Paprika, die drehen wir jetzt. Jetzt sehen wir richtig schön Bratergebnis. Die Haut, die sich wellt. So. Dann holen wir einen Teller. So, ich mache jetzt Folgendes. Hol jetzt die Zucchini. Leg sie auf den Teller. Ich mache jetzt mal eine Portion, so wie Sie sie auch zu Hause machen können. So. Den Rest mache ich auf den Teller. In derselben Pfanne brate ich jetzt die Auberginen an. Und jetzt sieht man so ein bisschen, dass sie so ein bisschen anfangen gelb zu werden, zu glänzen. Und das ist das, was ich bezwecken wollte, dass die Auberginen nämlich weich werden. Und dann braten wir sie auch mit der Salzseite nach unten zuerst an. Auch hier nicht kein Öl mehr nachfließen. Die Paprika holen wir raus. Jetzt ist sie auch so ein bisschen angegart, ein bisschen weich, die Paprika. So, auch hier. So, in dieser Pfanne bereite ich jetzt, während die Auberginen braten, das Dressing bzw. die Marinade der Antipasti vor. Und Sie sehen jetzt, dass die Aubergine richtig schön trocken brät. Und das ist das, was wir auch haben möchten. So, dann gebe ich hier in der Pfanne, wo ich die Paprika drin habe, etwas Öl. Lauwarm, Pfeffer und Salz. Den Rosmarin gegen den Strich runterziehen, in die lauwarme Pfanne und einfach nur durchrühren. Können wir noch ein bisschen Öl nehmen und stehen lassen. Die Tomaten gießen wir ab. Und jetzt sehen Sie, dass die Tomaten aufgequollen sind, sehr weich. Und die geben wir jetzt in die Pfanne. Rühren das Ganze um. Unsere Auberginen sind auch schön gebraten. Gehen wir jetzt auf unseren Teller. So, ich habe jetzt mal so eine Portion gemacht. Tomaten. Auch schön saftig. So, und die Flüssigkeit, das Öl, was jetzt hier übrig bleibt, das nehmen wir und geben das über unsere gebratenen Paprika und Zucchini. Und Aubergine. So, ein bisschen Kräuter noch drauf. Und ganz zum Schluss kann man noch mal ein bisschen Salz drauf machen. So, Sie haben gesehen, mit wenig Aufwand einen schnellen Antipasti-Teller gemacht. Kleiner Tipp noch, Sie können das Ganze auch länger aufbewahren, indem Sie das einpacken, luftdicht verschließen und dann hält es so 4 bis 5 Tage. Viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.